Ich rufe jetzt bei M&M's an und beklage, dass ich feststellen musste, dass eindeutig zu wenig von der gelben Sorte vorhanden sind. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die ganzen M&M's habe ich durchgezählt. Und mir ist aufgefallen, dass bei den gelben deutlich weniger vorhanden sind als bei den anderen. Bei den Farben kann das schon mal schwanken, aber das Endgewicht sollte schon stehen. Okay, aber warum schwankt das bei den Farben? Das passiert bei der Abfüllung. Finde ich ein bisschen unterrepräsentiert. Ja, ich im Moment schon mal ganz gut. Ja, gerne. Sechseinhalb Stunden später. Hin und wieder kann es da zu farblichen Abweichungen der Farbenabmischung kommen. Kannst ihn ja mal, vielleicht interessiert sich ja, kurz vorlesen, wie sich das so aufteilt. Also grüne waren 67 drin, braun 61, rot 69, blau 69, orange 55 und gelb 52, falls sich's interessiert. So soll es ungefähr aussehen, aber wie gesagt, es kann ja immer so eine zum nächsten Abweichung kommen. Wo soll ich als nächstes anrufen?